Willkommen am Mittelmeer. Ob Grill- oder Pfannengerichte, vegetarische Speisen oder leckere Desserts. Das Restaurant Medo in Siegburg bietet türkisch-mediterrane Gerichte in einem traumhaften Ambiente. Lassen Sie sich verzaubern und Ihre Sinne in die Regionen des Mittelmeers entführen. Medo. Kulinarische Spezialitäten auf höchstem Niveau. Zwei Großbaustellen beschäftigen den Rhein-Sieg-Kreis derzeit intensiv. Die Sanierung des Kreishauses sowie die Sanierung und die Erweiterung des kreiseigenen Karl-Reuter-Berufskolleg in Hennef. Landrat Sebastian Schuster und die Kreiskämmerin Svenja Udelhofen wollen Transparenz für die Öffentlichkeit gewähren. Mit der Fertigstellung des 6. von 9 Bauabschnitten ist die Sanierung des Kreishauses deutlich vorangeschritten. Eine Asbestkontamination des Spachtels führte alleine zu einer 7-monatigen Zeitverzögerung. Die kommenden 3 Bauabschnitte sollen voraussichtlich Ende Mai 2021 beendet werden. Höchste Transparenz wird durch ein Controlling-System, welches Kostenveränderungen prüft, gewährleistet. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Gesamtkosten von 50,81 Millionen Euro prognostiziert. Darunter fallen auch Mehrkosten und ein Sicherheitszuschlag. Trotz Sanierung stehen die Dienstleistungen des Kreishauses zur Verfügung. Die zweite Großbaumaßnahme am Karl-Reuter-Berufskolleg in Hennef liegt im geplanten Zeitraum und soll Ende 2019 fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 67 Millionen Euro. Der Rhein-Sieg-Kreis arbeitet daran, seine Abläufe beständig zu optimieren.